Es ist Nordderby-Zeit. Werder gegen HSV, das erste Mal in der zweiten Fußball-Bundesliga. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Und das machen wir mit Ex-Werder- und HSV-Profi Martin Harnik. Der ist uns zugeschaltet. Und Kicker-Reporter Sebastian Wolf ist bei mir im Studio. Also geballte Fußballfachkompetenz, meine lieben Freunde. Und deswegen machen wir in dieser Woche aus Was geht Bundesliga? Was geht zweite Bundesliga? Ja, ihr habt es so gewollt, liebe Leute. Herzlich willkommen zu unserer Vorschau auf den 7. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga und natürlich vor allem auf das Nordderby. Werder Bremen gegen den HSV. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Liga, die ist bei euch extrem gut angekommen und deshalb machen wir doch auch zwischendurch hier mal Was geht zweite Bundesliga alle paar Spieltage. Schauen wir aufs Unterhaus. Und mit wem sollte ich denn sonst sprechen als mit der personifizierten Zweitliga-Expertise? Sebastian Wolf ist auch wieder dabei. Moin. Hallo. Grüß dich. Ja, Werder gegen HSV in der zweiten Liga, Sebastian. Beide Vereine haben lange genug darauf hingearbeitet. Welches Gefühl überwiegt jetzt vor diesem Spiel bei dir? Ist es Vorfreude oder auch ein bisschen Wehmut, ob der einstigen sportlichen Größe beider Teams? Also eindeutig beides. Natürlich Vorfreude, weil es ein besonderes Spiel ist, aber wir haben im Kicker vergangenen Montag die Neuauflage unseres einstigen Derby-Interviews mit Frank Rost und Thorsten Frings gehabt. Wir haben die vor 12,5 Jahren zusammengebracht, als dieses legendäre Vierfach-Derby binnen 19 Tagen anstand. Und jetzt haben wir die Neuauflage gemacht und die Vorbereitung war verbunden mit einem Gang ins Archiv und sich die alten Ausgaben nochmal anzugucken und einzulesen. Und naja, wenn man sieht, was das für Spiele waren, auf was für ein Niveau, dann ist das schon, tut das auch als Berichterstatter schon noch ein Stück weit weh. So ist es halt, müssen wir alle mit leben. Und Mann, der auch bestimmt ganz gespannt auf dieses Nordderby guckt, der ist uns jetzt zugeschaltet. Seine Torjubel für den SV Werder und für den HSV waren im wahrsten Sinne der Hammer. Martin Harnik, grüß dich, moin. Hi, moin. Schön, dass du dabei bist. Und dieser Hammer wird ja mittlerweile in der Hamburger Oberliga ausgepackt für die TuS Dassendorf. 10 Buden in 4 Spielen. So einen Knipser könnten Werder und der HSV auch ganz gut gebrauchen. Was schmeckt denn besser, 4 Tore in einem Spiel oder das Pilz danach? Boah, ja, in der Reihenfolge eigentlich sehr, sehr gut. Also 4 Tore, muss ich sagen, sind mir jetzt zweimal gelungen in 4 Spielen. Hätte ich auch nicht gedacht, weil selbst aus meiner Erfahrung im DFB-Pokal gegen unterklassige Mannschaften ist das nicht so einfach. Aber wir haben halt auch eine gute Truppe zusammen. Du hast einen Großteil der Tore für Dassendorf schon erzielt. Wer für Werder oder den HSV jetzt am Samstagabend knipsen könnte, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, wir sprechen später natürlich auch noch über andere Partien dieses 7. Spieltags in der zweiten Liga. Da ist also einiges dabei. Aber natürlich geht der Blick zuerst auf Bremen gegen Hamburg. Und da direkt mal die Frage an euch draußen. Wie endet das Nordderby? Was glaubt ihr? Ab mit euren Tipps unten in die Kommentare. Wir tippen natürlich gleich auch noch, aber erstmal zum Spiel. Und man muss es einfach erwähnen, was für ein Duell das ist. Es ist nicht nur ein Derby, es ist auch eins der größten Aufeinandertreffen der deutschen Fußballgeschichte. Wettbewerbsübergreifend 120 Spiele, 46 Werder-Siege, 36 Remis, 38 HSV-Siege. Jetzt das erste Nordderby seit Februar 2018, das erste in der zweiten Liga. Welche Mannschaft, Martin, hat dir denn jetzt in dieser Saison bislang besser gefallen? Ja, beide Mannschaften ja mit einem Auf und Ab. HSV hat mich am ersten Spieltag auf Schalke sehr beeindruckt, wo ich dachte, alles klar, die haben das System des neuen Trainers sofort verinnerlicht. Hatten dann ein bisschen Probleme. Werder ist schwer in die Saison gekommen, hat jetzt aber die letzten beiden Spiele sehr gut performt, hat ihr Transferfenster dann nochmal genutzt, durch die Kaderplanung jetzt zum Ende hin auch nochmal sehr gut abgeschlossen. Und dementsprechend, glaube ich, startet für beide jetzt auch mit dem Nordderby irgendwie so richtig die Saison. Mhm. Hast du jetzt auch schon gesagt, Werder zweimal hat sich jetzt gut präsentiert, kombinationsfreudig, spielstark gezeigt. Und zweimal 3-0 gewonnen, Sebastian, gegen zwei Aufsteiger. Aber trotzdem muss er ja auch erstmal machen. Die Erfahrung hat der HSV ja in den letzten Jahren auch gemacht. Ist Werder für dich jetzt in der Saison angekommen? Ja, eindeutig. Also du sagst das richtig, es waren zwei Aufsteiger, trotzdem waren beide Siege souverän. Und ich glaube, bei Werder ist es auch ganz wichtig, dass jetzt eine gewisse Klarheit herrscht. In den ersten Spielen war es immer offen. Wie lange ist der noch da? Wie lange ist der noch da? Wer kommt noch dazu? Wer geht noch alles weg? Ich glaube, Martin weiß das besser als aktiver oder ehemaliger Spieler, aber ich glaube, das eine ist immer, dass du sagst, na klar sind wir fokussiert und das spielt am Spieltag keine Rolle und trotzdem glaube ich, ist es doch immer, wenn du nicht genau weißt, wo deine Zukunft am Ende liegt und wie der Kader am Ende der Transferperiode aussieht, dass das immer irgendwo mit reinspielt. Bist du morgen noch da, bist du morgen woanders?
jetzt ist eine gewisse Klarheit da, zumindest mal bis zum Winter. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das jetzt quasi einhergeht mit einer gewissen Entwicklung, dass halt Klarheit herrscht und auch die Spiele besser werden. Und gerade die jüngsten Transfers, Marvin Ducksch und Mitchell Weiser, haben sofort eingeschlagen, beide direkt auch getroffen. Also das ist ja fast Hanekesk, möchte man sagen. Martin, du hast im Kicker-Interview vor der Saison gesagt, beim geschätzten Kollegen Tim Lüdicke, schöne Grüße an der Stelle, zweite Liga kann als Absteiger auch richtig Bock machen. Was genau meinst du damit und siehst du diesen Spaß bei Werder? Ja, also erstmal stimmt es natürlich, dass wenn du nicht so richtig weißt, wo deine Zukunft liegt und wenn auch der Trainer nicht weiß, mit welchen Spielern er nächste Woche noch planen kann, dass man das nicht aus den Köpfen bekommt und dass das sich auch in den Leistungen widerspiegelt. Dann ist es natürlich so, wenn du als Absteiger oder überhaupt als Bundesligaspieler dann in die zweite Liga gehen musst, musst du diese halt annehmen und du musst es halt auch als Abenteuer sehen, als Chance auch der Liga-Primus zu sein, was dir auch wirklich Spaß bringen kann. Und wenn du erfolgreich bist, dann macht es eigentlich in jeder Liga Spaß. Und da spreche ich aus Erfahrung, also auch die Oberliga bringt sehr viel Spaß, wenn man erfolgreich ist. Und deswegen, also ich glaube, dass die Jungs da sowieso in jedem Spiel Gas geben, gewinnen wollen. Und jetzt, wo die Kaderplanung abgeschlossen ist in Bremen, kann auch der Trainer voll Gas geben, seine Mannschaft finden und dann müssen sie um den Aufstieg spielen. Ja, um den Aufstieg spielen wollte der HSV die letzten Jahre auch. Sebastian, wir schauen mal um den HSV. Nach dem Last-Minute-Sieg in Überzahl, du hast ja auch geschrieben, Last-Second-Sieg war es, ja. Muss ich auch sagen, wann hat der HSV das letzte Mal so spät gewonnen? Ist auch schon ein bisschen her. In Überzahl gegen Sandhausen, muss man auch dazu sagen. Da hat Sportdirektor Mutzel nach dem Spiel gemeint, so ja, es läuft doch eigentlich schon vieles gut dafür, dass man den nächsten großen Umbruch ja auch hinter sich hat. Realismus oder Euphemismus? Realismus. Ich denke, dieser ganze Abend gegen Sandhausen war purer Realismus. Es war eine wahnsinnige Euphorie danach. Und ich finde, diese Euphorie danach zeigt auch, dass zumindest mal die 20.000, die ins Stadion dürfen und gehen, dass die sehen, das ist jetzt halt nicht mehr der Zweitliga-Aufstiegsfavorit. Das ist jetzt halt ein normaler Zweitligist im vierten Jahr. Das kann man bitter finden mit Blick auf die Vergangenheit. Das kann aber auch eine Chance sein, dass diese Großmannssucht und dieser Krampf unbedingt irgendwie wieder hochgehen zu müssen, dass man sich davon ein bisschen löst und einfach sagt, ja, wir sind ein normaler Zweitligist. Die Leute nehmen es an, das 2:1 gegen Sandhausen wurde gefeiert wie ein großer Sieg früher. Und ja, ich glaube, das waren wenn alle das annehmen und diesen Weg beherzigen, dann kann das halt auch so bitter sich das irgendwie anfühlt mit Blick in die Vergangenheit, dann kann das halt auch ein Anfang sein. Martin, du warst selbst bis Sommer 2020 noch HSV-Profi, hast den HSV natürlich dann hautnah auch intern miterlebt. Ein Jahr später hast du die Sicht von außen. Wo steht der HSV denn im September 2021? Ja, also ich sehe es genauso. Natürlich ist es jetzt keine Mannschaft mehr, die über Erstliga-Erfahrung verfügt oder jetzt irgendwie von Stars gespickt ist. Aber trotzdem ist es halt immer noch der HSV. Und man muss halt auch sagen, wenn ich als Spieler den Anruf bekomme und ein Angebot vom HSV auf dem Tisch liegen habe, dann weiß ich genau, worum es geht. Und es geht darum, wieder in die erste Liga zu kommen. Also es stimmt schon, es ist ein bisschen Demut eingekehrt. Die Ziele müssen aber immer noch klar definiert sein. Und das ist meiner Meinung nach für eine Stadt, für einen Verein, für eine Fankultur, wie es der HSV alles hat, ist das der Aufstieg. Weil das andere Ziel, was es dann noch gibt, wäre der Klassenerhalt. Und das kann es ja nicht sein. Und ich glaube, dass der HSV sich da jetzt gut aufgestellt hat. Der Star ist sicherlich irgendwie das System, was der Trainer spielen lässt. Und das ist halt schon Spektakel, aber bringt halt auch seine Schwächen mit sich. Das System steht zumindest mal für einen Mut, der dem HSV möglicherweise auch in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen abgegangen ist. Sebastian, beim Wort Derby zucken die meisten HSV-Fans mittlerweile schreckhaft zusammen. Die Bilanz gegen den FC St. Pauli, ich erspare sie den HSV-Fans jetzt einfach mal, aber ich glaube, jeder weiß auch ungefähr, in welche Richtung das geht. Und auch gegen Werder, ich habe es gesagt, ist sie negativ insgesamt gesehen. Hat der HSV ein Derby-Trauma und ist das möglicherweise ein Vorteil für Werder? Beides. Also ich glaube, für den HSV bietet dieses Derby natürlich auch eine riesige Chance. Sie haben es gegen St. Pauli ja vermasselt, wobei ich finde, das Bittere aus HSV-Sicht war ja, dass eigentlich es diesmal gar nicht so sehr an der Mentalität lag, sondern dass wirklich St. Pauli, was wir auch
ja, was viele Experten vorhergesagt haben, St. Pauli ist mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar inzwischen sportlich, finde ich, fast besser aufgestellt als der HSV. Und auch jetzt zum Derby nach Bremen reist der HSV nicht als Favorit. Und das ist auch wiederum eine Ausgangslage. Martin hat es richtig gesagt, natürlich muss der Anspruch in Hamburg immer sein, aufzusteigen und wieder nach oben zu gehen. Trotzdem ist es dieses Muss, das leitet sich aus dem Kader halt nicht mehr ab. Und ich glaube, dass darin halt auch eine Chance liegt, dass jetzt nicht jeder sagt, okay, die fahren nach Bremen, die müssen dort gewinnen. Und aus der anderen Sicht, die Bremer, sagen die sich vielleicht, boah, geil, der HSV, wenn es zum Derby kommt, ist das für den Kopf vielleicht gar nicht so einfach, sagen sich die Bremer da oder ist es? Könnte eine Chance für uns sein, den HSV da vielleicht auch mental ein bisschen niederzuringen? Naja, ich sehe es schon so, dass der Druck ein Stück weit mehr bei Werder jetzt liegt, weil Werder kommt aus der Bundesliga, Werder hat jetzt auch mit 2 Siegen einen ganz guten Anlauf genommen und eigentlich ist es ja schon die Erwartungshaltung eher, dass man denkt, naja gut, jetzt ist Werder am Zug und das HSV sich schon ein bisschen so aus diesem Windschatten, klar, es ist ein Derby und sie sind unter Druck, aber es ist halt wie gesagt nicht mit dieser Erwartungshaltung da. So, nach diesen gehaltvollen Analysen unserer beiden Gäste hier, wollen die Zuschauer und ich jetzt natürlich wissen, was ihr tippt und Martin, du darfst da gerne mal den Anfang machen. Wie endet das Nordderby? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. es ist wirklich schwer, weil da treffen zwei verschiedene Mannschaften wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aufeinander. Es kann sowas von in beide Richtungen kippen, einfach aufgrund des Systems von Tim Walter. Ich tippe auf ein sehr interessantes 2-2. Die besten Tipps sind die spontan kommen, Martin. Ne? Von daher habe ich dich da, dich da einfach mal. Ja, genau. So, und jetzt darf Sebastian natürlich auch nochmal sagen, ob er da mitgeht oder du das anders siehst. Ja, super gelaufen. Ich wollte letztes Mal dich vom Schalke-Spiel hier aber auch unentschieden tippen. Da hast du auch den zugeschalteten Kollegen vorher gefragt, der hat unentschieden gesagt. Und ich habe dann gesagt, jetzt mache ich was anderes. Dann mache ich 2-1 für den HSV. Hast du, glaube ich, letztes Mal dann tatsächlich auch gesagt. Und es ist eingetreten. So, für die HSV-Fans, das Orakel Sebastian Wolf hat wieder zugeschlagen. Für den Verlierer, ich glaube, da sind wir uns einig, wird es in jedem Fall ungemütlich werden. Da lobt man es sich doch, wenn man mittlerweile ganz entspannt in der Hamburger Oberliga spielt und den Beruf zum Hobby gemacht hat. So rum geht das nämlich auch. Viel Spaß dir, Martin, weiterhin mit der TuS Dassendorf und danke für dein Gastspiel heute. Ciao. Danke, bis bald. So, in dieser schönen Rubrik haut unser Gast hier traditionell immer eine steile These raus. Und Sebastian, du hast dir da was überlegt. Der HSV ist kein Aufstiegsfavorit mehr. Und da werden jetzt mit Sicherheit ganz viele HSV-Fans sagen, ist das dein Ernst, Sebastian? Ja, ich weiß, ich mache mir damit bestimmt keine Freunde. Wahrscheinlich weder bei den Fans noch beim HSV selbst. Wobei die Verantwortlichen selber das ja auch versuchen, ein bisschen runterzukochen. Ich glaube, das ist eine durchaus richtige Strategie. Man kann den Druck nicht kleinreden, das hat Martin gerade richtig gesagt, in der Stadt wie Hamburg. Und der Anspruch muss immer derjenige sein. Aber die These deshalb, weil ich glaube, mit Schalke und Werder sind einfach zwei Mannschaften da, die aufgrund dessen, dass sie gerade runterkommen aus der Bundesliga, noch andere Mittel haben. Und mit St. Pauli zum Beispiel oder auch Karlsruhe sind oder Nürnberg sind Mannschaften da, die jetzt zusammengeblieben sind, die ein bisschen Anlauf genommen haben, die in dieser Konstellation mit dem Trainer schon zusammenarbeiten. Das hat man letztes Jahr gesehen und das vorletzte Jahr mit Bielefeld und Bochum. Dass das in dieser Liga so eine Geschlossenheit und so eine gewisse gesunder Wachstum, dass das sehr von Vorteil sein kann. Und deswegen ist der HSV dieses Jahr für mich einfach nicht der Top-Favorit. Das heißt nicht, dass sie nicht dazugehören. Und ich glaube auch, dass sie hinter Schalke und Werder zu so einem Pult gehören von 4, 5 Mannschaften, die da eine Rolle mitspielen können, aber nicht der Aufstiegsfavorit der letzten beiden Jahre oder letzten 3 Jahre. Ja, in Sachen Gehaltsstruktur spielen sie zumindest noch oben mit. Von daher kann man schon argumentieren, dass der HSV eigentlich noch den Anspruch haben muss, so wie Martin dann auch formuliert hat. Aber vielleicht ist es ja wirklich gar nicht so verkehrt zu sagen, okay Leute, wir gehören da jetzt einfach erstmal nicht mehr mit dazu, denn wir wissen ja, wohin es geführt hat. Der hohe, ganz hohe Anspruch und das Selbstverständnis, wir sind hier die Nummer 1, hat die letzten Jahre nicht so gut geklappt. Aber diskutiert ihr das doch gerne mal unten in den Kommentaren. Ist der HSV mittlerweile für euch ein normaler Zweitligist? Und wie beim letzten Mal, darf der Presslufthammer Sebastian Wolf jetzt hier auch noch mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durchrattern durch die anderen Partien. Es gibt ja noch ein paar richtig attraktive Duelle an diesem Spieltag. Also richtig schön, dieser 7. Spieltag in der 2. Liga. Fängt am Freitag schon vielversprechend an und ich sag dir jetzt das Duell und du mir deine Prognose. Schalke Karlsruhe.
ich habe es gerade schon gesagt, Karlsruhe sehr gewachsen mit Philipp Hofmann, super Stimme für diese Liga. Schalke ergebnistechnisch in der Spur, spieltechnisch und taktisch finde ich noch nicht so. Unentschieden. Nürnberg-Rostock. Nürnberg zähle ich auch zu den Mannschaften, die, die eine gewachsene Struktur haben, die sich für Zweitliga-Verhältnisse gut verstärkt haben. Heimsieg und Nürnberg, glaube ich, spielt dieses Jahr auch mit. Kein Zufall, dass sie noch umgeschlagen sind. Das zweite Nordduell, wir haben ja noch eins, Holstein Kiel gegen Hannover 96. Sehr spannend, Hannover hat sich gut verstärkt jetzt auf den letzten Drücker. Haben gegen St. Pauli, es hat mich erstaunt, dass sie das Spiel gewonnen haben, haben es ja auch sehr verdient gewonnen. Hannover gewinnt. Fortuna Düsseldorf gegen den Tabellenführer Jan Regensburg. Jan Regensburg sicherlich für alle die Überraschung. Ich kenne keinen, der gesagt hat, ja, das habe ich geahnt. Regensburg ist seit Jahren total unangenehm, weil sie einen robusten, klassischen Zweitliga-Fußball spielen. Ich glaube nicht, dass sie sich bis zum Ende oben halten werden, aber noch ein bisschen. Und die nehmen da was Zählbares mit mindestens einem Punkt. Und zu guter Letzt machen wir noch St. Pauli-Ingolstadt. Für St. Pauli sowas wie eine Reifeprüfung jetzt nach der Auswärtsniederlage in Hannover. Bisher hatten sie eigentlich immer das Glück, dass sie auf einen Rückschlag dann einen Heimspielgegner hatten, die so ein Selbstgänger waren in Sachen Motivation. Das erste Heimspiel war Holstein Kiel, dann kam das Derby gegen den HSV, dann kam der Spitzenreiter Jan Regensburg. Jetzt kommen sie mit einer Niederlage gegen Kellerkind, wo alle sagen, na gut, das gewinnen sie auf jeden Fall. Wenn ihnen das tatsächlich gelingt, dann ist St. Pauli wirklich reif, dieses Jahr ganz oben mitzuspielen und auch bis zum Schluss um den Aufstieg mitzuspielen. Du hast es in der Saisonvorschau gesagt, du sagst es jetzt weiterhin. Alle Partien packen wir jetzt leider nicht, informiert euch aber gerne natürlich jederzeit über euren Verein im Kicker-Magazin vom Donnerstag und auf kicker.de. Sebastian, was soll ich sagen? Du hast mal wieder abgeliefert hier. Der Mann macht keine halben Sachen. Von daher danke dir fürs Vorbeikommen. Mal wieder hier ins Studio. Die nächste Zweitliga-Vorschau und mein nächster Anruf bei dir werden mit Sicherheit folgen. Da freuen sich dann auch die Zuschauer wieder drüber. Genau, und wenn euch das gefallen hat, dieses Video hier, dann gebt uns doch darauf gerne ein Like. Abonniert den Kicker-Kanal. Nächste Woche geht es dann hier weiter mit der Vorschau auf den 6. Bundesligaspieltag. Danke euch fürs Zuschauen. Bis nächste Woche. Ciao.